Mensch weiß. So, lass einfach. So. Kreisweise raus, neu. Tschüss. Lass es schwitzen. Ja. Hat eine, ist Pipi warm, ne? Geht so. Eis. Eis, ja, wir brauchen sofort Eis. das erste Mal seit langem wieder gesungen. Ne? Na, ich kann ja nicht singen. Naja, dein Schweiß. So ein bisschen gelabert, verstehst du? Bisschen gelabert. Bisschen hessisch gebabbelt oben drauf. Ja, warum denn eigentlich nicht wirklich hessisch? Wir haben doch schon Mundstuhl und Badesalz, das reicht doch, oder? Naja, es wäre sicherlich auch jetzt gerade im Comedy-Boom. Das Video ist ja auch da ganz lustig eigentlich. Du bist... Schwere Tanzperformance, ja, ne? Schwere Tanzperformance, ja. Ja, ich hab voll geübt, so Improvisationsstunden genommen und immer so richtig Headbanging geübt. Ja? Ja, ja, das kannte ich ja noch von früher, aber das kriege ich jetzt auch wieder hin, so. Du hast ja früher, bist ja ganz gerne mit Delfinen so ein bisschen rumgeschwommen. Heute esse ich sie. Jetzt wird wieder gebankt, ja? Ist dann, jetzt ist dann wird Umschwung. Gebankt. Ist da jetzt auch dann in den DJ-Sets ein Umschwung? Jetzt wird es immer länger irgendwie, ja. Jetzt wird immer länger. Ja? Du bist 35 geworden zwischen dem letzten Set. Beim letzten Set warst du 24. Ja, das ist schon ein bisschen länger jetzt dann. Wir schauen uns einfach mal dein neues Video an. Mach das doch mal. Wo, das hast du in Berlin gedreht? In Berlin, richtig. Mit? Der Daniel Wöller und der Marc Trautmann haben das directed und 3000 Filme haben die Produktion gemacht. Und wie teuer war es? 150.000. Mhm. Was man dafür alles hätte kaufen können. Ja. Und dann wird es nicht gespielt. Echt nicht? Nein, das lief relativ oft. Doch, doch, es lief eigentlich ganz gut. Bei MTV habe ich es oft gesehen, ich gucke privat viel MTV. Mhm. Ja, wir kriegen euren Sender ja überhaupt nicht bei uns. Nee, kriegt ihr nicht? Mhm. Nein, wir sind, es gibt ja auch zum Beispiel, Gucci. Gucci-Klamotten auch nicht bei Karstadt. Hm. Super Vergleich. Ja, finde ich auch. Selfies mit deinem Schweiß. Wessen Schweiß eigentlich genau? Ach, der Schweiß. Ich sehe, ein kleiner Fleck ist da schon. Hm. Okay, alles klar. Auf Viva 2. Ja, und ist es wahr, dass es dein Lieblingschampagner ist? Ja. Wolf Kleikit. Ja. Das ist ja ein Röderer Kristall finde ich auch gut. Röderer Kristall ist viel geiler, oder? Ja. Vor allem ist der Straight Hato. Du kriegst halt aber nicht an der Tankstelle, das ist das Problem. Stimmt, aber du bist doch oft in Hotels, oder? Mhm. After Hour hast du schon mal angesprochen und wir haben uns natürlich vorbereitet. Extra für dich haben wir einen After Hour Sessel. Der dich dann einfach nochmal in eine... wir haben festgestellt, dass die Gäste gesprächiger werden. Cool. Der Urologe kommt auch gleich. Mhm. Genau wie das Eis dauert hier alles ein bisschen länger. Was willst du? Shiatsu, klopfen, streichen, entspannen? Shiatsu. Hab ich mir gedacht. Aber es klopft? Ja, das ist Shiatsu. Ich glaube. Ah, Shiatsu ist cool. Ach, wie gut. So, jetzt haben wir streichen und Shiatsu. Ist das okay? Das ist cool. Sehr gut. Das Sven kann mich jetzt. Jetzt will ein bisschen trinken. Hier. Trink von Svens Glas. Miau, miau. Ein bisschen. Willst du eine Maus? Nein. Was willst du überhaupt? Du bist jetzt fester DJ alle zwei Monate in New York. Mhm. Resident in Twilo. Im Twilo. Im Twilo, so heißt der Laden. Ist das ein Touri-Schuppen? Nee, kann man nicht sagen. Also ich finde es ziemlich geil da und ich kenne keine bessere Soundanlage als im Twilo. Es bläst gut um die Ohren, da ist der Hammer. Samstags spielt er da Junior Vasquez, das ist dann Gay Night. Ja. Da spielt er dann auch seine legendären 15 Stunden und ich mache freitags dann meine 10 Stunden. Und gehst du danach noch ein bisschen in New York aus oder shoppen? Oder? Ich fliege meistens einen Tag vorher rein und dann gehe ich schön shoppen. Was sind die aktuellen Manhattan Abshop-Tipps? Also da gibt es einen coolen Laden vor dem Kostüm National, den mag ich sehr gerne, in Soho. Und da gibt es ein neues Restaurant in dem Meatpacker District, das heißt Fressen. Das heißt Fressen? Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei denken. Und ziemlich cooler Laden eigentlich. Was gibt's da so für eine Cuisine? Ah, naja, so American Cuisine halt. Das ist, ja, da gibt's eher Fusion-Zeug. So Publikum, wichtige Leute, nette Mädels, gesehen und gesehen werden halt. Und ja, bist du in New York schon so auf der Straße? Hey, das ist Sven Fate. Sven Buff. Ist das Sven Buff? Weißt du, wie sie in Japan zu mir sagen? Nee. 7-8. Sven Fate können die irgendwie nicht aussprechen. Hey, 7-8, das ist 7-8, alles klar. Und die Engländer sagen Sven Buff. Und die Franzosen sagen Sven Butte. Und ja, die kriegen es irgendwie alle nicht so ganz hin. Aber legst du viel in Frankreich auf? Nee, eigentlich nicht. Das hassen irgendwie alle DJs, habe ich gehört. Ne? Mm. Franzosen finden die doof. Ja, die sind da halt in ihrem Filterhaus verstrickt irgendwie. Und Filterhaus? Die kommen da nicht mal raus aus ihrem Filterhaus. Kommen da nicht mal raus.
Filterhaus, das kann ich mir jetzt darunter vorstellen. Ja, da werden die Frequenzen. Also ich nehme die E-Stimme zu Hause. Wird an den Frequenzen gespiegelt und die werden dann reingefiltert und rausgefiltert und. So? Daft Punk hat damit so ein bisschen also angefangen. Dieser Daft Punk dann, ja. Aber technomäßig geht da nicht so viel. Nicht? Die waren letztes Jahr diese Parade der Techno gemacht, die war echt so übel gewesen. Das hat mich echt geschockt. Das war eine riesen Massenschlägerei. Horror. Also, bist du auf der Love Parade dieses Jahr wieder? Bin ich auch dabei. Du bist ja auf allem, wo viele Menschen sind. Also, ich fahre dich mal ein bisschen zurück, damit du es auch sehen kannst. Was viele gar nicht wissen, du hast ja den Berlin-Marathon mitgelaufen, ne? Ganz vorne weg. Wir schauen mal rein. Mach ich jedes Wochenende. Ja, da. Guck mal da. Bei wie vielen Kilometer ist das? Welcher Kilometer steht? Oh, ich sag dir, das war so gut, dass der vorbeikam, der Wagen. Ich hätte es überhaupt nicht gepackt. Wir waren auf unseren Wagen, unser Laster hat gestoppt irgendwie und die Siegessäule war da hinten irgendwie. Die war so groß und sie ist fertig in der Viertelstunde. Ich so, und dann bin ich da losgestartet mit meinen Leuten. Also, ja, genau. Du kriegst keinen Hubschrauber-Service für die Star-DJs. Noch nicht, ja, da müssen sie noch dran arbeiten. Und dann bin ich da losgerannt und ich kam überhaupt nicht durch die Massen durch. Und zum Glück kam dann der Krankenwagen vorbei. Und den hat man nicht mitgenommen, ja? Also das war. Nein, der hat alles schön frei gemacht, schön, ja. Und wie ist es denn, wenn du auf der Love Parade bist? Das ist ja dann für den 14-jährigen Raver aus Chemnitz dann wahrscheinlich eine Erscheinung, oder? Wenn du dann wenn er mich sieht? Vorbeijogst. Ja, dann, naja, dann schon. Ja. Hey, Lefeed, guck mal, Lefeed! Lefeed, sagen die. Aber sprechen die nicht wirklich an. Oder der Sven. Sommer Sven. Mal gib mal richtig Stecken jetzt. So geht's auch manchmal. Was sagst du denn? Ich sag ja super. Mach ich Dresden rein, Dresden raus, Dresden rum. Ja, gleich mehr aus Frankfurt und aus Schwenwitz. Und aus Dresden. Spannendem DJ-Leben. Wir reden gleich noch über Groupies mal, ja? Groupies. DJ-Groupies heißen die, oder? Ja. Ja? Wenn man jemanden fragen muss, dann wahrscheinlich dich, oder? Das ist so cool auf den Sessel hier. Ich hab mal gehört, es gibt in Frankfurt kein Mädchen, das im ausgehfähigen Alter ist, dem du nicht schon beigewohnt hast. Aber was denn das für Storys hier? Ja. Stand in der Bild, glaube ich. In der Blöd. Wenn es nicht stimmt, erfind doch gleich was. Okay. Zuschauer hören es einfach gerne. Gut, ja? Gut. Also, hier dein Gläslein. Wir schauen uns ein Video an von deiner Lieblingsband, Metallica. Super. Viva 2 mit, Achtung, neuer Ausdruck, Techno-Guru. Guru. Guru. Uhu. Techno-Uhu. Techno-Uhu. Ah. Haben eigentlich jetzt die langen Jahre im Nachtleben die Drogen irgendwie Spuren hinterlassen? Nein, es ist ja gar nicht so, ne? In Wirklichkeit haltet ihr euch wach mit Guarana und Koffein. Ja, da gibt's auch einen schönen Kaffee, ne? Einen schönen Kaffee trinken. Ja, einen schönen Kaffee so beim Auflegen. Schönen Cappuccino. Was hat deine Espressomaschine daneben stehen? Ja, ich habe eine so nach im Backpack. Im Backpack? Im Rucksack, ja? Lange Zeit hattest du im Club das Omen. Das Omen, ja. Das ja jährlich schließen sollte und dann tatsächlich irgendwann geschlossen hat. Was ist denn da jetzt drin? Ja, das ist zu. Abgerissen? Parkhaus? Nee, das Parkhaus steht immer noch. Die Blöden, echt. Aber das Parkhaus sollte eigentlich abgerissen werden, deswegen muss das Omen weg. Richtig. Lecker. Das hat ja eigentlich die Bayerische Vereinsbank hat das gekauft und so weiter. Die sind jetzt Stier, keine Ahnung. Und jetzt bleibt das Parkhaus doch stehen und wir hätten eigentlich drinnen bleiben können. Aber so nach 10 Jahren so ein Kapitel abzuschließen, ist auch schön. Ja. Macht man das Buch zu, fertig. Bleibt gut in Erinnerung und man kann sich dann auf neue Sachen stürzen. Ja, Recycle or Die und Hardhouse und so, der an deinem ganzen Plattenlabel, auch alle. Das war ja schon 97, ja. Ja, ja, wir sind ja auch wir sind ja auch eine aufarbeitende History Channel. Aha. Während es ja bei den anderen, in das Berlin, Low Spirits, immer weiter gebummt hat, ne? Die trommeln heute noch. Ärgert man sich dann da auch ein bisschen? Über was? Naja, das... die eine Platte nach der anderen machen und das eigene Label dann stirbt? Das gibt so viele Leute, die machen eine Platte nach der anderen. Stimmt's, ja? Ja, gibt's. Schon? Gibt's, na, da gibt's schon ein paar. Da gibt's einige Leute, die machen eine Platte. Viele machen eine Platte vor der anderen. Zukünftige Ex? Einen Schritt. Ja, gibt's denn, was ist denn mit Nachwuchs? Nachwuchs? Ja, gibt's dann irgendwie schon, dann gibt's dann auch so Menschen, die von dir das ein bisschen lernen wollen? Ja, sag mir mal das Mixen. Naja, gut, das ist ein bisschen kompliziert. Das geht das nicht. Aber ich habe ja so eine Agentur, und Cocoon Booking und Veranstaltungsagentur. Und da fördere ich eigentlich schon Upcoming Artists. So auf wen kann man sich denn da freuen? Ah, man kann sich freuen auf den Ricardo Villalobos. Zum Beispiel. Der ist bestimmt ein Mädchenschwarm, oder? Ach, der Ricardo. Der ist so süß. Spanier? Chilene.
Das ist ja noch abgefahrener. Warst du mal in Chile? Hier? Ja, 6 Monate im Knast. Super. Ich bin Winter da. Jetzt bin ich in Kolumbien. Haben sie mich auch angefragt, ich soll in Bogota spielen, in einem Club, der heißt Bunker. Ja. Ich nach Bogota, in einem Club, der Bunker heißt. Nein, Jungs, also das könnt ihr nicht mit mir machen. Aber Bolivien? Nee. Für eine Jahresernte? Nee. Nein. Das ist nichts für mich. Nee, also demnächst geht's nach Bulgarien, Kroatien? Morgen bin ich in Kroatien und dann am Freitag in Bulgarien. Mhm. Das ist total abgefahren in Sofia, du. Das ist wie ein Time Warp. Da kommst du erstmal an, denkst, bist jetzt irgendwie 40 Jahre zurückversetzt. So Straßen oder wie es da aussieht. Und dann war ich an einem Mittwochabend da gewesen und habe ich in der Sportsarena gespielt. Da waren an einem Mittwochabend dann 8000 Leute. Und die haben dann extra den Schulen und den Universitäten, haben die alle frei bekommen, die haben extra zugelassen, weil der Herr Feit an einem Mittwochabend kommt, lassen die Donnerstag mal alles komplett zu. Und es wurde dann quasi, jetzt ist jetzt Nationalfeiertag. Jetzt musst du immer dahin kommen, den Tag. Ja, was soll ich machen? Mit was zahlen die einen da? Haben die oder Kartoffeln und Karotten. Und das verkaufst du dann in Frankfurt? Hab jetzt so einen Mixed Juice Stand aufgemacht und dann läuft gut mit dem Zeug. Die schicken mir auch alles noch Zeug hinterher und so. Ja, da läuft ja alles bestens, oder? Super. Ja. Ich habe jetzt die Kontakte noch gar nicht ganz gehört. Sind da noch mehr Lieder drauf, auf denen du singst? Hessisch babbelst? Insgesamt, so mit der Stimme haben wir bei 4 Tracks gearbeitet. So. 4 Tracks? Mhm. Du arbeitest zusammen mit... Hannes Heil habe ich zusammengearbeitet, mit dem Anthony Rother und mit Alter Ego, der Jörn Ellen Wuttke und der Roman Flügel. Du selbst bedienst den Kram aber gar nicht so, ne? Kommt auf allen. Du machst so, machen wir irgendwie so ein bisschen aggressiv. Ja, spontane Idee, dann greife ich auch mal an die Tasten. Ja, kannst du ein Instrument spielen eigentlich tatsächlich? Nein. Percussion kann ich spielen. Also du meinst auf eine Trommel eindrehen? Bum, bum, bum. Ja, klar. Wenn noch Gitarre da? Das wird dein Ding, oder? Die Blues-Tonleiter. Würde ich gerne mal kaputt schlagen. Ja? Ist es so, Hass auf Rock? Nein. Ja, ich schmeiß ab und zu auch mal einen Schallplattenspieler. Ja? In die Menge? Ich schon, guck mal, Techno war ja lange Zeit so ein Unity und Love, Peace, Happiness, Eierkuchen-Ding. Gibt's da eigentlich auch mal Riots? Vielleicht um den besten Platz auf dem Dancefloor. Das kann sein, ja. Das kann sein. Und du dich da auch mal einmischst und einen Plattenspieler wirfst? Ja, Plattenspieler oder die Plattenkiste? Plattenkiste, aber sind auch die ganzen Platten futsch, oder? Ich tue vorher raus. Ist ja alles das gleiche. Ich tue vorher raus. Ist da alles bum bum? Machst du auch noch die. Alles bum bum. Machst du noch die HR3 Club Night? Mhm. Die habe ich ja früher ab und zu gehört. Jetzt der Elfjährige. Seit 11 Jahren machst du das? Ja. Ach. Ach. Nein. Seit 11 Jahren? Hm? Nein. Das heißt, du hast da 3-mal aufgelegt. wir sprechen gleich noch ein bisschen mit Heike, über DJ-Groupies und warum du mit Alanis Morissette gerne ein Kind zeugen möchtest. Feuer, schauen wir uns aber das neue Rage Against the Machine Video an, das heißt Sleep Now in the Fire! Fire. Mit Techno-Legende. Oh, Legende. Mit bin er noch da? Techno-Opa. Nein, haben wir auch nicht sagen. So alt bin ich. Sven Feit. Weißt du, wenn du 50 bist, dann noch weiter? Hallo, denkt immer ab und zu so? Hm? Warum nicht, oder? Ey, sag mal. Also, da gibt's Mick Jagger. Mick Jagger, guck dir Mick Jagger an. Die Tina Turner, das macht sich auch noch gut. Ich hab's jetzt gerade auf der Echo-Verleihung gesehen. Frisurmäßig geht die auch in eine Richtung langsam, ne? Geht ab. Wie alt ist die jetzt? 70? Ich glaube, der Zähler hat schon wieder bei 0 angefangen oder so. Naja. Ja. Einmal rund. Die ist schon ein bisschen durchgedudelt, oder? Durchgedudelt. Bisschen aus durch die Hecke gezogen. Das ist eine Dame, hör mal da. Das ist eine Dame. Da redet man nicht so drüber. Genau, was ist denn mit Damen so? Was ist denn jetzt da so überhaupt? Läuft das noch so wie früher? So, dass die geschwingt von Liebesperlen freigeschaltet? Ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Nee, ich bin am Auflegen. Und wenn ich aufhöre, ist es eh keiner mehr da. Da steht dann irgendwann über der Hausmeister, der mir hey, fehlt, ist es keiner mehr da. Du kannst aufhören. Ist es nicht so, ich immer allein nach Hause. Das ist scheiße mit meinem Marathon-DJ. Jetzt irgendwas mach ich falsch. H3 Club Night. Legendär waren ja immer die Ansagen. Ne? Der Duck ist jetzt im Um. Der Duck ist jetzt im Um. Und wir sind alle hier. Die kleine Platte hier.
Die knistert so schön, denn die habe ich am Lagerfeuer aufgenommen. Woher weißt du das überhaupt? Hä? Ich kenne alles. Der liebe Gott weiß alles, ich noch viel mehr. Du bist Gott, das habe ich vorhin schon gesagt. Oh Gott! Es gibt noch ein Stück, das hieß der schnelle Pfeil. Der schnelle Pfeil, da kommt denn der schnelle Pfeil? Gibt es das heute auch noch so mit Ansagen oder keinen Bock mehr? Doch, ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich mir den Kopfhörer, habe ich dann in den Mikroausgang habe ich dann reingestöpselt und dann habe ich da mal einen Waggon voller Geschichten erzählt. Waggon voller Geschichten ist ein Stück auf deiner neuen CD. Richtig. Ja? Erzählst du da wirklich Geschichten? Ja, erzähle ich Geschichten. Was? Geschichten. Wer ist ein Agent P? Das ist der Agent Parasit. Es gibt Parasiten. Ja, es gibt Menschen, die auf deine Kosten leben wollen. Parasit. Frauen, die Kinder gebären. Richtig. Genau. Smuggler. Da geht es um Menschen, denen du wahrscheinlich sehr verbunden bist und hier mit einem die Dankeschön. Die Club rennen mit dem Sack auf der Schulter. Was ist Idolem? Es ist, lese mal rückwärts. Melodie. Oh! Melodie. Das ist doch Parfum, oder? Hä? My Melody. Kennst du das auch ja, noch? Ja, super geil. Moschus. Oh, wie geil. Es gibt was zu gewinnen. Sven Feeth CDs, Sven Feeth T-Shirt und das Stichwort heißt Westbam. Nein. Der Westbam spielt Schach, wusste ich überhaupt nicht. Spielt Schach? Hm? Nee, das ist Zlatko. Zlatko? Bayern München. Nein, bei Big Brother. Guckst du das gar nicht? Big Brother? Kenn ich nicht. Was ist das? Big Brother ist eine Sendung im Fernsehen. Bei RTL 2. Echt? Ja. Was guckst du gerne im Fernsehen? Was siehst du dir gerne an? Ich guck kein Fernsehen. Siehst du dir gerne mal eine Sendung an? Nee, eigentlich gar nicht. Hinten steht drauf, wo du demnächst überall spielst. Da können wir ja mal schauen hier. Wo ist in Bambina, in Tino, Distillery, Rechtsclub? Wie ist denn KW, das Heizkraftwerk in München? Gefällt dir der Club? Ist cool. Ja? Ja. Opa 3000 at Tribe House? War super, das war der Rosenmontag hier im Jäcke hier, das war echt der Wahnsinn. Millennium Club in Helsinki? Das kommt noch. Wie sind die Leute da denn so? Helsinki. Ne? Ja. Ja, die wechseln die Farben. Wie ist denn das Hyperspace at Patex? Patex ist super langsam. Super, also Ungarn geht total ab. Ja? Super. Ist Patex da auch gleichzeitig die Droge? So, jetzt haben wir hier mal, ich habe hier einen Laden gesehen. Hm. Wie ist das, wenn du diese Liste hier vor dir siehst? Können wir mal die Fingerkamera sehen? Hey, zack, zack. Wenn du diese Liste vor dir siehst, da musst du überall 40 Stunden auflegen. Oh Mann. Wird man da nicht ein bisschen müde? Schon mal hin? Ich habe ja noch nicht mal recht fest. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, du. Bergfest heißt das. Hier, der Club hat mir zu denken gegeben. Was ist denn das hier? Alte Hitlerwerft. Ist das Z nicht im Nachhinein eingemogelt oder wie? Ja, das war total abgefahren. Das war letzten Donnerstag überhaupt der Überraschungsgig in Regensburg. In der alten Das ist so eine coole Werft und da waren dann auf einmal 2000 Leute und haben sich bestrafen lassen am Donnerstagabend. Was ist denn los hier in Bayern? Müsst ihr Freitags nicht schaffen oder was? Aber anscheinend nicht. Wie 3 Afterhours gab es. Ich habe auf jeder gespielt. Auf jeder? Ach Quatsch. Wie ist das überhaupt? Hast du, wann stehst du morgens auf? Ja, ich bin vorhin um 5:30 aufgestanden. Morgens? Abends. Okay. Allgemein immer 5:30? Nö, es kann auch mal 5 sein. Ja, aber 9:30, neun, findet nicht statt. Nee. Oder bist du meistens noch wach, ne? Mhm. Wie oft legst du denn in der Woche auf? Jetzt bei der Heavy Tour 3 Male. Das kommt ungefähr 3 Mal die Woche. Aber dann erstmal eine Pause. Was heißt erstmal eine Pause? Oder danach? Nee. Ich bin on Tour. Genau, noch ein HR3 Klappnein-Spruch. My whole life is a tour, you know? Noch ein HR3 Klappnein-Spruch. Es muss ja immer weitergehen. Wir machen weiter. Sehr schön. Ja, da hat sich gleich viel geändert. Dein Bruder ist jetzt auch DJ, oder? Nee. Prophet. Nee. Gibt's das gar nicht? Ist das ein Gerücht? Er macht Design, er macht Grafik und macht auch Musik ein bisschen. Und, zufrieden mit dem Bruder? Ja, ist ein Allround-Künstler. Zufrieden? Zufrieden. Mein älterer Bruder macht schöne Blumen. Ja? Ja, ich bin auch ein bisschen, naja, unkonventionell kann man es nicht nennen, aber traditionsbewusst. Aha. Zum Schluss gibt es immer noch ein Yes 30. Nein, hier kauft mir immer irgendjemand irgendwelche Süßigkeiten. Ich mag aber nicht süß. Nee, ich hätte jetzt Bock auf so eine Salzgurke oder so. Ich bin eher so essig- und sauermäßig unterwegs. Ja, bist du ja auch. Handkäse mit Musik, oder? Yeah, obergeil. Ja? Ein Handkäse mit Musik ist ein Blattkoffer. Prost. So, zum Schluss wollen wir das jetzt aber doch noch mal sehen. Was denn? Und wie du ein bisschen Gitarre spielst.
Das finde ich geiler. Das ist Tremolo, ne? Das gibt's hier gar nicht. Du kannst aber hier so. Das finde ich geiler. Das klingt wie. Und an der Gitarre. Und wo ist der Applaus jetzt hier? Was ist denn los, Mann? Hang down your hands in Freetown. Wow, das ist geil, das gibt's. Jetzt bist du dran. Du bist dran. Nein, ich bin nicht. Ja doch, du hast ja eben gespielt. Ich spiele nie so. Das ist ein Markenzeichen. Ich hänge mir die Gitarre nur um, aber spiele sie nicht. Schöne Krawatte. So, und sage, Kamikaze, die rockigste Sendung der Welt. Ich wie findest du das? Super. Wir kommen jetzt zum letzten, was wir hier machen immer. Okay. Wir machen eine kleine Sendung. Vorher stoßen wir natürlich nochmal an. Ja. Das macht man so. Die Plattenspieler wird auch schon kaputt, was? Oder? Ich war auch total überrascht, als ich das erste Mal auf einer Techno-Party war. Und ich habe gedacht, und dann gesehen habe, dass die da normale Platten spielen. Sauber! War ich Kätzchen, was sagst du dazu? Komm her, meine Kleine. Hm? Ja, das ist eine Zickenkatze. Ich darf sie nur am Fuß streicheln. Aber wenn du auf Saure stehst, die ist sauer und dann machen wir ein schönes, saures Sandwich gleich mal. Saures Sandwich? Ja, wir kommen jetzt zu unserem tollen Spiel. Was machen wir jetzt? Siehst du die Gläser da? Ja. Noch? Ja, wie viele Gläser siehst du? Oh, ich sehe einige. Einige, sehr gut. Das ist ungefähr die richtige Anzahl. Hier ist ein Schlumpf. Der Tortenschlumpf, du musst da drauf werfen einfach. Ich muss mich jetzt erstmal positionieren. Ja, positionier dich ganz in Ruhe. Oh. Und jetzt soll ich werfen? Ja. Einfach nochmal. Nicht treffen ist angesagt. Durchgeworfen. Nochmal. Hey, so. Schreiber. Ja. Ja, viermal. Nochmal. Oh mein geil. Und nochmal. Ah, wieder durchgeworfen. Oh mein Gott, triffst du die? Das Spiel ist ja, treffst sie nicht. Ah! Ja, sehr schön geworfen. Ich würde sagen, Mann, du hast mit, wie oft hat er geworfen? Zweimal? Treffst sie nicht heißt das Spiel. Oder? Wie viele Würfe waren das, Willi? Fünf, Willi? Wir sagen mal fünf. Vier. 54? 54 Würfe? Und das zählt mir nicht. Das ist nicht ganz ungefähr. Das ist doch der absolute Hammer. Das ist so, ne? Siehst du? Hier ist doch so? Ja. Dieses K falsch rum, was das alles heißen könnte, oder? Wie viele Gläser waren es denn vorher? 10, ne? 6. 6 Treffer immerhin mit 5 Treffern, mit 5 Würfen. Yes! Yes! Sven, es war ganz toll, dass du hier warst. Ich bin so froh. Es hat so einen Spaß gemacht. Kurz trinken wir das war so lustig. Wir trinken das, sollen wir das ein bisschen austrinken? Ich schlafe moderieren, was ist los? Schlafen ist Kommerz, ist das von dir? Schlafen ist Kommerz. Schlafen wird immer nur am Monatsende. Prost. Echt, weil das Geld dann aus ist? Hm. Brauchst nicht so oft die Bettwäsche wechseln und dann so heißen, weißt du? Hausmann und so, bist du Hausmann? Hausmann, ja. Ich bin da ein ganz moderner Mann. Du? Kannst du bügeln? Meine Frauen sagen, ich bügel sie ganz gut. Ehrlich gesagt, interessiert mich gar nicht, ob ich es gut mache. Oder? Das Bügeln. Das ist doch meine Sache. Gut. Bügelst du auch? Nee. Ist eine Haushälterin? Ich habe eine Putzfrau, ja. Putzfrau? Und die bügelt auch? Ist die angemeldet? Die bügelt auch. Oder schwarz? Schwarz. Ja? Hm. Fickst du die auch? Nicht. So, wir wollen jetzt auch mal, wir haben jetzt auch genug über solche Sachen geredet. Ja. Die Sendezeit ist nämlich jetzt um. Echt? Die 60 schönsten Minuten deines Lebens sind vorbei. Das war super, das war super. Ja, weil hier geht es ja um Qualität, nicht um Quantität. Drauf trinken wir. Ja.